So Leute, Servus auf dem Videos Channel. Ja, wir sind unterwegs mit Kawasaki Deutschland auf dem alljährlichen Kawa Weekend und ja, ich fahre heute die neue Kawasaki Z650. So, ich hatte ja schon die Ninja 650 und bin jetzt auch schon gespannt, wie so der Unterschied ist zur Z650. Die sind ja Schwestern und dann würde ich sagen, fahren wir los. So, dann würde ich sagen, kurze Vorstellung, was haben wir hier? Kawasaki Z650, die neue, Baujahr 2020. Ja, wir haben hier einen reinen Zweizylinder mit 649 Kubik, 68 PS, 64 Newtonmeter. Das Ganze auf ein Gewicht von 187 Kilo fahrfertig mit einer Sitzhöhe von 790 mm und das Ganze mit 15 Liter Tank. Den Rest, den klären wir in den einzelnen Kapiteln. Bis gleich. Dann würde ich sagen, starten wir mit der Sitzposition auf der Z650. Wie gesagt, Sitzhöhe 790 mm. Ich bin 1,88 groß. Und ja, wie sitze ich jetzt auf dem Motorrad? Denn ich muss ehrlich sagen, was mir als großer Mensch jetzt gleich auffällt, ist, dass das Motorrad halt relativ niedrig ist. Daher habe ich einen relativ engen Kniewinkel. Es gibt für das Motorrad noch eine hohe Sitzbank. Die würde ich auf jeden Fall für Personen über 1,80 auf jeden Fall empfehlen, sich die hohe Sitzbank noch zu gönnen. Denn Kniewinkel ist schon echt relativ eng, gerade für Leute mit langen Beinen. Aber alles, was im Oberkörper stattfindet, ist echt super. Man hat eine schön aufrechte Sitzbank. Position. Ich finde auch, dass der Lenker, der ist jetzt nicht der breiteste, aber es finde ich recht angenehm. Ist auch gar nicht so, von der Kröpfung gar nicht so unähnlich zur Ninja 650. Die sind sich doch relativ ähnlich, aber ich finde die Breite echt angenehm und das taugt mir auch ganz gut. Das Sitzpolster an sich hat auch so einen anderen Belag wie auf der Ninja. Der ist aber auch echt in Ordnung. Man rutscht jetzt nicht so viel rum mit der Lederkombi, der bebt auch leicht, das ist eigentlich ganz angenehm und so an sich, das ist so eine Art Schaumgel oder was das ist und das ist auch echt relativ bequem, also gefällt mir auch echt gut. Nicht viel mehr gibt es zur Sitzposition gar nicht zu sagen, ich finde es gibt bis auf den Kniewinkel, das ist halt ein Einsteigerbike, da ist es halt immer ein bisschen enger, gibt es nicht viel zu meckern und dann ja, würde ich auch sagen, sehen wir uns bei den Armaturen. Armaturen Z650, da kommen jetzt oder kommen relativ viele Neuerungen zur alten Z650. Neu ist jetzt hier das LC-Display in Farbe. Das ist richtig schön groß und ja, total gut ablesbar, sehr scharf und ich finde es auch total übersichtlich. Wir haben hier links oben groß die Ganganzeige, dann als Balken quasi hier die Drehzahl und rechts ganz groß die Geschwindigkeit, links noch die Tankanzeige und unten mehrere kleine Informationen wie Uhrzeit, Kühlflüssigkeitstemperatur. Dann habe ich mir jetzt hier Range und Gesamtkilometer. Das Ganze kann man sich hier mit den zwei Schaltern dann auch noch durchschalten in zwei Tripzählern oder noch Batteriespannung, Durchschnittsverbrauch. So Sachen lassen sich noch anzeigen. Was auch noch ganz cool ist, das Motorrad kann man per Bluetooth mit seinem Handy verbinden über die Rideology App.
Das ist auch ein ziemlich cooles Feature, das ist jetzt auch neu dazugekommen. Und man kann hier unten, indem man die Taste länger hält, kann man noch die Farbe des Displays ganz einfach ändern. Wenn man sagt, oh, das ist einem irgendwie zu dunkel, man möchte es gerne heller haben, kann man das hier mit weißem Hintergrund wählen. Zu den Hebeln, wir haben hier links einen einen in mehreren Stufen einstellbaren Kupplungshebel. Das sind 5 Stufen, wo man den einstellen kann. Das sollte wirklich für jeden was dabei sein. Das ist eine Seilzugkupplung, die aber mega easy zu bedienen ist. Der Bremshebel ist auch in 5 Stufen einstellbar. Also hier ist auch für jede Handgröße was dabei. Ich finde es wirklich für die Preiskategorie absolut genial, die Anmutung. Das ist wirklich der Hammer. Gefällt mir jetzt auch besser wie auf der MT-07, muss ich ehrlich gestehen. Macht die Z650 auf jeden Fall besser wie ihre Mitkonkurrentin. Und ja, mehr gibt es zu den Armaturen auch nicht zu sagen. Jo, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Herzstück der Z650, Motor und Getriebe. Wie gesagt, 649 Kubik, Parallel-Twin, 68 PS und 64 Newtonmeter. Wie schon bei der Ninja 650 bin ich eigentlich von dem Motor sehr begeistert. Es ist ein bisschen schade, dass er halt nicht die Spitzenleistung hat wie jetzt die Mitkonkurrenten SV650, MT-07 und so weiter. Aber das macht der Motor ganz gut weg durch sein geniales Drehmoment, das der hat. Weil der Motor fühlt sich halt richtig schön kräftig an. Ist auch relativ kurz übersetzt. Also das Motorrad wird jetzt Endgeschwindigkeit nicht so schnell laufen wie 200 und dann ist aber auch gut. Finde ich aber nicht schlimm, weil man halt einfach wahnsinnig geiles Drehmoment aus dem Keller hat. Du kannst den Motor ultra untertourig fahren. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also du kannst den also das ist einer der kultiviertesten Zweizylinder, die ich je gefahren bin. Das ist der Wahnsinn. Du kannst in dem 5. Gang in der Ortschaft fahren, bei 2500 Umdrehungen ans Gas gehen und es fehlt sich einfach gar nichts. Da hackt nichts auf die Kette, nichts. Also das ist wirklich super schön. So ist das Drehzahlband relativ linear. Er dreht auch willig bis in den Drehzahlbegrenzer. Also er macht wirklich alles mit. Soundtechnisch ist es halt jetzt, es ist nicht schlecht, weil die Airbox relativ cool gestaltet ist von Kawasaki, also es hört sich schon recht kernig an, aber es ist halt jetzt soundtechnisch nicht die Erfüllung, weil es halt einfach ein Parallel-Zweizylinder ohne Hubzapfenversatz ist. Da wird man nie so einen Sound kriegen wie auf dem V2 oder so. Das ist halt einfach so, das ist jetzt nicht das Emotionalste, das ist aber auch schon der einzige Kritikpunkt, finde ich, hier jetzt, was man dem Motor antun kann. Zum Getriebe, das ist wirklich astrein, das lässt sich so geil schalten, die Gänge gehen so buttrig rein, das ist wirklich mega genial. Das macht wirklich einen Heidenspaß, hier die Gänge durchzuschalten. Man muss relativ viel schalten auf dem Motorrad, aber das bockt halt auch richtig krass, weil das Getriebe sich halt auch einfach super schalten lässt. Ja, so Gasannahme ist auch super sanft, der Motor ist halt sehr, sehr einsteigerfreundlich. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu Optik und Sound. Z650. Die neue Z650 gefällt mir so gut. Also ES6N damals fand ich nicht so gut. Dann kam die Z650, die Vorgängerin, das hat mir schon ganz gut gefallen. Aber die neue mit der neuen Front und den LED-Licht, das ist einfach der absolute Oberknaller. Gefällt mir so gut, das ist auch in der Klasse das schönste Motorrad, finde ich. Ich finde auch total hochwertig verarbeitet, auch relativ wenig so sichtbares Plastik. Klar, hier so ein bisschen, aber es ist alles lackiert und das finde ich auch ganz geil. Mit dem grünen Rahmen jetzt hier. Leider matcht sich der grüne Rahmen nicht ganz mit dem. Das finde ich so ein bisschen, aber so schaut es halt echt fetzig aus. Auch mit dem Underfloor-Auspuff oder wie man das auch immer nennen mag, finde ich auch mega cool. Die Schwinge ist ganz nett designt. Das ist keine Selbstverständlichkeit in der Preiskategorie. Kennzeichenhalter lässt sich jetzt drüber streiten, aber so macht es echt, finde ich, einen sehr, sehr schicken Eindruck, gefällt mir richtig gut. Auch das Heck, also ich finde wirklich ein sehr schickes Motorrad. So. Genau, das war es soweit zu Optik und Sound. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns gleich wieder auf dem Bike. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fahrwerk auf der Z650. Was haben wir hier? Wir haben vorne eine 41 mm Telegabel und hinten ein Federbein, was nicht einstellbar ist. Genauso wenig wie die Telegabel ist hier nichts einstellbar, was aber auch nicht so üblich ist in der Klasse. Wie fährt sich jetzt die Z650? Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt dieses Fahrverhalten, dieses Spielerische, was dieses Motorrad hat, wahnsinnig gut. Das ist halt so easy zum Handeln, dieses Motorrad. Das ist wirklich der absolute Hammer. Das macht so einen fetzen Spaß. Gerade für so Landstraßen, die ein bisschen enger sind, ist das hier so genial. Das macht so einen Heidenspaß. Und so das Fahrwerk an sich. Es ist natürlich auf der komfortablen Seite des Lebens abgestimmt, was ich jetzt aber gar nicht so schlimm finde, denn es schafft trotz des Komforts auch irgendwie eine coole Sportlichkeit, was alles relativ gut beherrschbar macht. Also es ist jetzt nicht so, das Federbein hinten, das bringst du mit der Leistung nicht aus der Ruhe. Das ist halt alles doch recht, wie soll ich sagen, recht komfortabel, aber irgendwie so, dass du sagst, oh, das kann man schon echt sportlich fahren und das stört dich auch überhaupt nicht dabei. Die Gabel vorne finde ich auch wesentlich besser abgestimmt wie auf der MT-07 zum Beispiel. Das, ja, das ist einfach ein bisschen solider zum Schnellfahren. Klar, wenn du richtig krass irgendwie ultra prügelst, wirst du natürlich merken, dass das Fahrwerk da irgendwann an seine Grenzen kommt. Aber ich sag mal so, für den Otto-Normalverbraucher auf der Landstraße, selbst für mich ist dieses Fahrwerk in Ordnung auf der Landstraße. Was dem Motorrad natürlich auch hilft, gerade beim Anbremsen, wenn man relativ zügig ist, es hat eine Anti-Hopping-Kupplung, das hilft dem Motorrad natürlich sehr. Einen Kritikpunkt gibt es leider dann doch in Sachen Fahrwerk und Handling, und das ist leider die Erstbereifung. Die ist leider nicht der Überschritt. Sie ist zwar schon besser geworden wie der Vorgänger, der D214, aber es ist leider immer noch nicht der Hit. Ich finde halt, dass du durch den Reifen in tiefen Schräglagen halt ein relativ kippeliges Gefühl hast, was dir halt immer so eine leichte Unsicherheit gibt. Das ist echt ein bisschen schade, das finde ich überhaupt nicht schön. Und ja, so aber, wenn die Straßen, sag ich mal, keine Bitumenstreifen oder so haben, ist das schon in Ordnung. Auch der Grip, das reicht. Und was er überhaupt nicht mag, ist Nässe. Der Reifen hat so eine schlechte Nässehaftung, das ist wirklich echt traurig. Also da würde ich, muss man echt ein bisschen aufpassen, weil Nässe mag der Reifen irgendwie gar nicht. Das ist eine echte Schwäche von der Erstbereifung, Nässehaftung. Das ist jetzt ein Kritikpunkt, der ist ja relativ schnell geändert, wenn man sich neue Reifen drauf zieht. Also von daher, das ist nichts, was wirklich am Motorrad liegt. Und ja, das würde ich sagen, war es soweit zum Fahrwerk. Jo, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Bremsen. Ja, wie bremst sich die Vorderradbremse? Also ich muss wirklich sagen, es ist halt jetzt nicht höchstes Niveau, was ich aber irgendwie, was halt nie bei der Klasse ist, aber ich muss ehrlich sagen, für die Klasse ist es schon echt eine ziemlich gute Bremsanlage. Du brauchst schon ein bisschen mehr Handkraft, aber ich finde den Druckpunkt, der ist sehr schön durchschaubar. Also du kannst die Bremse, das ist nichts teigig oder so. Fühlt sich echt super gut an. Also ich bin von der, gerade von der Vorderachse ziemlich begeistert. Also das ABS regelt vorne jetzt nicht ultra spät, aber auch nicht zu früh. Ich finde es für das Motorrad echt passend. Und ja, also es ist jetzt auch kein Luxus-ABS, dass man es gar nicht merkt. Aber ich finde, dass es schöne Regelintervalle hat und auch überhaupt nicht störend ist. An der Hinterachse, ich finde die Hinterradbremse, die hat echt einen super geilen Biss. Lässt sich auch super schön dosieren. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, das ABS regelt doch relativ früh an der Hinterachse. Mir ein Tick zu früh. Aber ja, wie gesagt, das ist dann schon in der Klasse meckern auf hohem Niveau. Also ich bin von der Bremsanlage eigentlich ziemlich begeistert.
Ja, und dann zum Fazit, Ninja 650. Und vorweg, das hier ist für mich eine der besten Anfänger-Nakeds oder Wiedereinsteiger-Nakeds in dieser 650er-Klasse, die es echt so gibt, in dieser um die 70 PS-Klasse. Das macht halt einfach so viel richtig, das Motorrad. Es macht so einen Heidenspaß. Ich persönlich würde mich auch eher für die Z entscheiden wie für die Ninja, weil ich das einfach in der PS-Kategorie einfach passender finde. Und ich finde, dass dieses Motorrad bietet von allen Mitbewerbern SV650, MT07 einfach das beste Gesamtpaket. Du hast ein schönes LCD-Display, die Arbeitung ist mega geil, der Motor macht viel richtig und hat schönes Drehmoment, Getriebe lässt sich super knackig schalten, macht fetzen Gaudi das Motorrad. Ich fahre es immer wieder gern, wie gesagt, für große Leute, die müssen echt schauen, wie sie es machen mit der Sitzhöhe, weil die ist doch echt ein bisschen niedrig, da macht es echt Sinn, sich eine hohe Sitzbank zu kaufen. Aber das soll es gewesen sein von der Z650. Wenn ihr noch Fragen zu dem Motorrad habt oder Vergleichsfragen zum anderen Motorrad, dann schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst den großen blauen Daumen da und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Video. Ciao, ciao.